Ein wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ATS. Wo wir uns jetzt mal Pen packen müssen und ein bisschen tanken. Macht wahrscheinlich beides Sinn, glaube ich. Weil der Tank war ja auch relativ leer. Glaube. Frei wie der Wind. Der Wind ist nicht frei, der ist auf unserer Erde gefangen. So, wenn er könnte, würde er ab ins Universum. Oh ja, tanken müssen wir auf jeden Fall auch. So, wo können wir jetzt hier schön wenden mit unserem großen, mächtigen Ding? Reicht das so? Sieht gut aus. Die Reifen sind zwar ganz schön dabei, auf dem Boot zu radieren, aber hey. Ab und zu muss ein enger Wendekreis auch mal sein. Oh, ich sehe gerade jetzt ein Holzkohlewerk. Was? Ein Holzwerk? Das heißt, wir kriegen sogar wahrscheinlich einen Auftrag. Musik. Wir kriegen wahrscheinlich sogar einen Auftrag da oben. In die Kanto-Region. Dahin! Das wäre doch geil. Können wir richtig wirklich komplett hier oben lang fahren wieder. Das wäre doch cool. Ja, das ist mein Ziel. Ich werde alles dafür tun. Wobei wir echt noch mehr Strecke vor uns haben, als ich dachte. Ich dachte, wir sind schon fast an der Westküste. Aber ne. Der ist ja gerade gar kein Verkehr. Was ist denn los hier? Alle ausgestorben? Ja, das wird bestimmt nichts. Er bremst doch! Out. Die Hupen immer so schön. Ach, leck mich. Gut, dann gehen wir erst tanken. Achso, halt erstmal Auffassung. Wobei wir hätten mit dem Pendel noch warten können, bis es dunkel geworden wäre. Na egal. Haben wir wieder ein bisschen Nachtfahrt. Auch nicht schlimm. Frachtmarkt. Jetzt fällt mir nur ein, mit unserem Auflieger können wir ja gar kein Holz transportieren. Ist ja. Ich meine, höchstens ein bisschen Sägespäne oder so. I don't know. Oder wir machen wieder eine Leerfahrt. Ich weiß noch, beim ersten Mal, als wir da oben lang gefahren sind, hatten wir, glaube ich, auch eine Leerfahrt. Ja. Sieht alles nicht so gut aus. Das können wir schon mal merken, wenn wir einfach eine Leerfahrt machen, können wir zumindest schon mal das mitnehmen in die Richtung. Just begun. Are you ready?
Verdammt. Hatte gehofft, einer von denen würde vielleicht doch da oben hingehen. Aber leider nicht. Den nehmen wir. Der sieht doch praktisch aus. Ah, gut, okay, komm. Dann also den hier. Let's go. Drive deine Mutter. Insane. Was mache ich denn gerade? Macht überhaupt Sinn, was ich gerade mache? Nee, ne? Mal lieber so und nach rechts hinten rausfahren. Macht viel mehr Sinn. Oh, warum ist ein LKW? Warum ist ein Auflieger? Ab weg hier, kein Bock mehr. Aua! Aua! Da hätte ich zum ersten Mal Schaden bekommen. Warum ohne Licht? Digga, was ist hier gerade los? So, der LKW-Verkehr kommt. Let's go. Und erstmal wieder Schild mitgenommen. Was sein muss, muss sein. Man kann halt aus seiner Haut nicht raus. Oh, wir haben schon wieder 100.000. Holy motherfucking shit, boy. Da muss ich mal aufpassen mit dem Mitsingen, weil ja meine Kopfhörer asynchron sind. Da habt ihr immer Delay. Klingt bestimmt nicht gut. Holy shit. Nichts passiert. Ach, hier schon wieder. Alter, vor die kommen wir doch. Kamen wir doch gerade. Mach auf die Kacke hier. Prachtmarkt. Schon wieder hier zwischen den anderen Aufliegern, ey, kein Bock. Und das mit meinem Riesenauflieger. Na, komm mal lieber so hier. Irgendwas sagt mir, dass es so besser ist. Problem ist halt beim Rechtsabbiegen, halt ich sehe mal wieder nichts. Ich hoffe mit dem Radieren. Nee. Links ist hier alles voll. Ich komme hier so gar nicht lang. Ach scheiße, jemanden. Ah, könnte so aber rein. Junge. Pack mal die Schiffe hier weg. Hä? Wie kann ich nicht rückwärts fahren? Wo hänge ich denn fest? Wieso kann ich nicht rückwärts fahren? Ach, geht doch. Halt, stopp, aus, Ende. Oh Mann. Erstmal aussteigen hier. Mal gucken, was ich hier eigentlich gerade verbreche. Oh, das wird nie im Leben was. Oh, das wird nie im Leben was. What the fuck am I doing hier? Der Flieger ist einfach zu lang. Schon wieder die Kisten. Verdammt, ist ja einfach alles. Und ich kann schon wieder rückwärts fahren. Fahr mal rückwärts! Junge, muss wieder aussteigen und jetzt rückwärts fahren, damit ich rückwärts fahren kann? Hä, wo hänge ich denn? Ich will rückwärts fahren. Ich kann nicht rückwärts fahren. Ja, geht doch. Alter, ist doch verrückt hier. Hey, der Auflieger ist einfach zu lang, ich komme noch nicht rein. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ah, leck noch am Arsch.
So, warum kann ich wenigstens gucken, was ich mache? Hätte ich mal gleich so machen sollen. Viel angenehmer. Yep, viel angenehmer so. So, sehen wir jetzt, was ich mache hier. Aber mein Aufschlag ist immer noch zu lang, Alter. Ist das schlimm, ey. So, let's go. Ach, das lange gedauert. Folge fast zu Ende hier. Erschreckenderweise nicht, aber hey. Hey, vielleicht sehen wir sogar den Sonnenaufgang. Ich wollte gerade fragen, warum es hier immer noch kein Verkehr ist, aber hier kommt gerade ein Auto. Ach, ich habe irgendwas kaputt gemacht. So, wie sieht es jetzt aus? Wir haben 5 Stunden. Wir brauchen 2 Stunden. Nächste Pause brauchen wir nicht, wir haben gerade geschlafen. Also alles locker machbar. Cool. Ey, wieso, wir waren nur auf der Route, ich denke mal, was sie hat, ey. Voll aggressiv, ey. Und da fängt es auch schon langsam an zu dämmern. Oh ja, hinter uns ist das schon richtig Dämmerung. Alter! Hinter uns ist ja hell. Holy shit. Dann wechseln wir mal in meinen Lieblingsmodus. So in der Atmosphäre so ein Horror-Survival-Game. So richtig so bei Monk-Dämmerung. Ah, schon geil.
Vorne hat aber eine schöne Haarnadelkurve hier. Natürlich mitten in der Kurve ein LKW. Also ich konnte ich kann ein bisschen ausschwenken? Nee. Dachte ich auch nicht. Wie die hier alle noch mit Licht fahren, Alter. Ist doch schon so hell, so schön. Ich meine, man selber erkennt mit dem Licht eh nicht mehr, so der. Einzige, was man damit macht, ist den Gegenverkehr blenden, sodass sie den weniger erkennen. Danke dafür. Also ein bisschen weit. Ups. Turn right.
Aber. So. Naja. Gut, aber klar, wir haben noch einen Lückenfüller. So, Pen oder sowas müssen wir nicht. Wir können also direkt gucken, ob wir von hier jetzt einen Auftrag nach da oben finden. Oh gut, hier gibt es allgemein nicht viele Aufträge. Ich glaube, dann werden wir auch keinen Auftrag nach oben finden. Ne, gar nichts. Ah, leck mich doch. Gut, dann. Ich würde schon gerne nach da oben. Aber wenn es halt da in die Richtung keinen Auftrag gibt, ist das blöd. Weil gut, sie könnte auch noch hier unten fahren, aber zum einen weiß ich gar nicht, ob es da überhaupt eine gerade Route durchgibt. Weil hier, na gut, hier müsste eine Route lang gehen, ja, okay. Weil eben hier so quer gibt es halt nichts so. Müsste man hier noch eine Straße machen oder so. Aber wie gesagt, die hier würde auch funktionieren. Aber ich würde hier oben lang fahren. Dann machen wir mal wieder eine Leerfahrt. Hey. Ach ja, stimmt ja. Hier kann ja hier keine Wegepunkte setzen oder Routen lang legen, nehmen lassen. Sad life. Gut, allerdings brauchen wir auch keine. Für die Strecke. Die können wir noch im Schlaf. Nur nicht einschlafen währenddessen. So, können wir jetzt hier einigermaßen mit wenden? Nee, ne? Überhaupt nicht. Nicht mit dem langen Auflieger. Nee, dann geht es nämlich nicht lang. Das heißt, wir müssen jetzt hier auf der Stelle wenden. Oh Mann, wer macht denn sowas? Ich meine, das Schöne an der freien Fahrt ist halt, oder das Schöne mittlerweile ist halt, unsere Mitarbeiter verdienen halt mittlerweile so viel Geld, dass wir halt eigentlich rumfahren können, wie wir wollen. Wir bräuchten ja keine Aufträge mehr machen, so, gell? Ich meine, das ist natürlich schön, aber da würden wir natürlich schneller leveln, wie als wenn wir einfach nur frei rumfahren würden. Weil wir kriegen halt wesentlich mehr XP in den Aufträgen, klar. Aber abgesehen davon, können wir mittlerweile auf alles scheißen. Und das mache ich gern. Vor allen Dingen auf Ampeln. Da kletter ich schon mal hoch. Ist einfach aus dem Motorrad umgefallen. Auch süß. Traktor.
Oh, Baustelle. Hey, 80 XP. Stimmt, 50 war nur bei ETS pro Kilometer. Oh, da oben sind wir ganz schön eng. Hast du lange gebraucht, um auf Escape zu drücken? Verdammt! 13% Schaden! Nein! Das ist aber sad. Ich wollte wieder gerade kurz vorm Unfall das Spiel beenden. Hat nicht geklappt. Ich stimme dir außen oft, die mir sagt: Fick dich. Immer das ewige Warten. Der sie diesen Bug aber auch nicht beheben. Zum einen wartest du immer gefühlt, keine Ahnung, 20 Sekunden. Und zum anderen war es immer 20 Sekunden. Und vor allem, wenn ich das Spiel beende und nächste Folge der Spiel wieder starte, sagt er dann wieder Änderung im Spiel festgestellt, nee, alles neu. Ist ganz, ganz komisch. Also, ich meine, der Bug existiert jetzt schon seit fast 3 Spielen, wo war der ab 1,45 oder erst ab 1,46? Egal, auf jeden Fall existiert er schon zu lange, der Bug. So, das kann nicht sein. So, das geht nicht. Das ist nicht möglich. Bis dann.